fotografiere dich mal. Also heute kurz vor 15 Uhr ging über die Ortsteile Schützinger und Illinge ein starkes Unwetter nieder mit Starkregen und kleinerem Hagel. Mir wurde dann eben kurz vor 15 Uhr alarmiert zu mehreren Keller, die voll Wasser gelaufen sind. Besonders stark hat es diesmal der Ortsteil Schützinger erwischt. Dort waren mehrere Keller unter Wasser und die Metter ist über die Ufer getreten im Bereich der Hauptstraße. Also wir hatten so ungefähr 15 Einsatzstellen in beiden Ortsteilen und waren mit 40 Männer und Frauen im Einsatz. Ja. Also der Schwerpunkt der Einsatzstelle war diesmal der Ortsteil Schützinger und dort speziell der Ortskern, wo die Straße überflutet war und mehrere Keller voll Wasser gelaufen sind und auch der Bereich der Metter. Auch dort ist die Metter über die Ufer getreten, an der Metterbrücke, so im Bereich der Hauptstraße, und hat dort natürlich Schlamm und Laub mitgebracht, sodass das Wasser auch durch die Gullis nicht abfließen konnte. Gut, also die Betroffenen im Bereich des Metterverlaufs, die sind es natürlich gewohnt. Die haben öfter mal Probleme, wenn wir Starkregenereignisse haben. Die sind vorbereitet, die haben teilweise schon selber Sandsäcke, die haben das baulich schon so geregelt, dass sie natürlich ihre Gebäude nach Möglichkeit schützen. Und wir als Feuerwehr, wir sind halt für unsere Aufgabe entsprechend ausgerüstet. Wir haben Tauchpumpe, wir haben Wassersauger, wir haben im Unwetterfall vorab schon feste Strukturen festgelegt, um sowas dann auch nach und nach abzuarbeiten und zu priorisieren. Nee, also am Anfang hat man immer ein bisschen das Problem, das kommen natürlich alle auf einmal, alle rufen gleichzeitig um Hilfe. Da gilt es dann einfach, das am Anfang ein bisschen zu priorisieren. Wo ist zum Beispiel jetzt ein Heizöltank aufgeschwommen oder wo läuft Wasser noch ins Gebäude nach? Das ist am Anfang ein bisschen aufwendig, bis man mal einen Überblick hat über die gesamte Lage und danach werden die Einsatzstellen nach und nach abgearbeitet.
Es ist voll, jetzt auf Loche ist es kommen der Starkregel, gell? Oh Mann, ey. Das platzt halt gar nicht nach. Das ist das Problem. Voll motiviert. Hinter dir kommt noch ein Teil der Aussicht.
Wir leider müssen mal kurz ins Bild holen, wo wir hinfahren. Das ist ein bisschen an. Also, jetzt läuft es wieder ab.